Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Mühlenabenteuer. Ich freue mich total, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute beim zweiten Teil unserer Kranabbausaga. Beim letzten Mal haben wir hier erstmal richtig schön Ordnung gemacht, haben den Kran freigeräumt, haben einen ordentlichen Platz zum Arbeiten geschaffen. Bis zum Abbau des Krans sind wir vorangekommen. Das heißt, wir haben komplett eingeklappt. Das war für mich echt eine heikle Geschichte, denn die Drahtseiltrossen, die sind natürlich auch schon ziemlich alt. Ich habe den Kran insgesamt dreimal abgebaut in den letzten 5 Jahren. Das heißt also alle 5 Jahre etwa abgebaut, den Unterbau erneuert und alle Drahtseiltrossen richtig dick mit Fett imprägniert. Das hat sich gelohnt. Die Drahtseiltrossen waren kein bisschen verrostet, hat alles funktioniert, hat alles gehalten. Jetzt geht es darum, das Ding hier vom Platz wegzuzerren und dann rauf auf dem Tieflader. Mhm. Das kann ja ein feiner Spaß werden. Viel Spaß. Ja, wir sind wieder ein Stück weiter gekommen. Der Abbau ist ziemlich kräftezehrend. Wir sind alle ein bisschen platt. Lassen sie aber nicht aus der Ruhe bringen und die gute Laune nicht verderben. Was unheimlich anstrengend war, war vorne die Spitze abzuklappen. Der Bolzen, der war richtig fest. Da muss noch ein paar Schrauben rein, ein paar Schrauben umgewechselt werden, dass die Spitze an so einer Traverse festgeschraubt wird. Und dann konnten wir den ganzen Kran vorne umklappen. Damit wird dann die ganze Ecke kürzer und lässt sich natürlich auch besser auf dem Anhänger auf der Straße transportieren. Was wir jetzt gerade machen, ist die Reifen wieder zu belasten. Hier auf der Seite steht der Kran schon wieder auf seinen Reifen. Und hier an der Ecke, da sind wir jetzt gerade dran, Wagenheber unterbauen, hochpumpen an der Ecke, den Holzunterbau raus. Dann müssen wir die Stützen hochklappen, also auf Transportstellung stellen. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann werden wir unseren Schlepper holen und mal gucken, dass wir den Kran hier aus dem Loch rausgezogen bekommen. Das war der Klotzer raus. Den hier fest. Aber das kriegen wir raus. Kein Problem, hier kannst du wenigstens kloppen. Ach, das ist ja einer. Ja, ich komme schon hören. Alles, ich spiele. Warte. Hier geht es auf jeden Fall nicht nach oben. Hier müssten wir die wahrscheinlich so nach unten machen, ne? Aber das ist natürlich doof wegen Aufbocken, oder? Rudi, wollen wir uns hier Bodenfreiheit wegnehmen? Oder wollen wir die Dinger erstmal daneben schmeißen? Weil hier hoch kriegen wir sie nicht dran. Ja, ne? So, wir sind jetzt soweit. Der Kran steht jetzt komplett auf eigenen Füßen. Und jetzt kommt der spannende Moment. Kriegen wir ihn auch hier von der Stelle bewegt? Das ist noch nicht so ganz klar. Ich habe die Rückgewinde von meinem Vater geholt auf dem Anhänger mit einer Umlenkrolle, sodass wir einen doppelten Zug machen können. Dann können wir mit 8 Tonnen ziehen, falls sich hier nichts bewegt. Aber der Plan ist, Plan A ist jetzt erstmal, ich setze mit dem Bagger hier rüber. Dann hängen wir die Deichsel hier vorne in den Bagger ein. Und von der anderen Seite, da hole ich meinen Schlepper. Dann packen wir ein paar Bänder dran, ein paar Hebebänder, ein paar Zugbänder, irgendwie sowas. Und der Schlepper hat 100 PS, haben wir eine kleine Gruppe rein und dann Allrad, gucken, dass er nicht ganz so dolle durchdreht und den Kran hier aus dem Loch zieht. Und ich versuche dann hier mit der Deichsel den Kran so zu lenken, dass wir ihn parallel zu unserem Sägewerk gestellt bekommen. Das wäre ganz wichtig, weil der LKW, der kommt ja nachher dann bei uns einfach so in die Hofeinfahrt reingefahren. Da müssen wir ja irgendwie schon so stehen, dass wir den Kran möglichst einfach nur noch geradeaus schieben müssen, nicht noch groß rumrangieren. Und so wäre jetzt der Plan, dass wir den Kran so hinstellen, dass der Tieflader mehr oder weniger in
Stoßrichtung schon mal den Auflieger dann abstellen kann und wir den Kran nur noch raufschieben müssen. Damit das funktionieren kann, muss er sich natürlich erstmal bewegen. Wie wir es jetzt weitermachen. Ich wollte ziemlich gerade hinter den Kran kommen. Gaspedal, das geht manchmal nicht so zurück, ne? Das geht manchmal nicht zurück, muss ich nicht mehr drauf sein. Ja, das seitdem die mir die Kupplung gemacht haben, klemmt da irgendwas am Bautenzug. Das ist das Alte schon. Hast du oben auch einen Handgashebel? Allrad ist drin. Handbremse. Kupplung, alles ist drin, ne? Gänge. Handbremse ist unten. Ja. Du müsstest jetzt langsam Kupplung kommen lassen, bis er losfahren. Also war eine ziemliche Tortur, aber also mir war klar, ich habe das Ding hierher gebracht. Ich hatte mir schon so ungefähr ein Bild davon gemacht, wie kacke das wird. Ja. Aber
Ich sag mal so, es hat im Endeffekt alles ganz gut funktioniert. Bis auf den einen Bolzen war alles klasse. Bis auf den einen Bolzen war gut, aber das ging ja auch. Wir haben ein bisschen auf die Pfoten gehauen. Die Reifen, die sind ordentlich unter Druck. Es sind jetzt 5 Bar auf den Reifen drauf. Ich weiß nicht, ob man da viel mehr drauf machen sollte. Würde ich auch nicht machen. Moin, hatten schon mal einiges an Stress heute Morgen. LKW kam eine Stunde früher und fragt mich nicht warum, aber der Bagger war trocken gefahren, der lief einwandfrei. Ich habe aber auch nicht nach dem Diesel geguckt, war vielleicht ein bisschen doof. Hatte noch Diesel da, hab's reingeschüttet, ist kurz angesprungen und danach hat er keinen Rira mehr gemacht. Das heißt, das komplette Dieselsystem muss entlüftet werden. Aber nicht jetzt. Jetzt haben wir es mit dem Balken, haben wir den Bagger ein bisschen zurückgedrückt um den Schlepper. Dadurch konnten wir den Schlepper anhängen. Der LKW steht draußen und ich muss jetzt mit meinen leidlichen Fähigkeiten, was Achsschenkellenkung angeht, versuchen, diesen Riesentrümmer bis auf die Straße zu drücken. Von daher, da oben drücken wäre ein guter Zug von euch. Mal schauen, ob es klappt. Ja Rudi, das war doch ein Kinderspiel, wie? Ja, der Kran ist drauf. Ich bin fertig wie ein Neubau und blank wie Edelstahl. Also wirklich, hätten immer viel wärmer werden dürfen, dann wäre es wieder eine Qual gewesen. Ja, also ich sag mal so, es war ein bisschen spannend, deswegen konnte ich auch nicht alles filmen, wollte ich auch nicht alles filmen. Wir haben dann im Endeffekt dann mal mit dem Kettenzug ein bisschen gezogen, dann sind wir hier in die Zurösen gegangen, mit dem Kettenzug geholfen, mit dem Schlepper geschoben. War ein bisschen kleinteilig, aber ging ja im Endeffekt auch. Runter, denke ich, wird es einfacher gehen. Ja, das Ganze, das funktioniert natürlich nur, wenn wir hier einen ordentlich versierten Fahrer haben, beziehungsweise auch jemanden, das richtige Equipment dafür hat. Also erstmal tollen Schuss. Die ganze Anlage und vielen Dank, dass du uns zur Verfügung stellst für den feinen Spaß. Ja, feinen Spaß. Ja, wir haben jetzt ein bisschen länger geladen, glaube ich, als geplant war. Aber in alle Richtungen, in die man sich nur vorstellen kann, abgespannt. Wir haben das ganze Fahrwerk entlastet, unterbaut. Also ich denke, dass da im Transport nichts mehr im Wege stehen wird. Ja, und falls ihr Interesse habt oder auch mal einen erfahrenen Spediteur braucht, der euch solche Kisten durch die Gegend fahren kann. Ich verlinke euch seine
Adresse unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal drauf gucken. Und ja, ich weiß nicht, willst du dein Unternehmen noch kurz vorstellen? Was machst du? Mein Name ist Sandy Schulze. Meine Firma ist SFT GmbH, also Schwerlast- und Forsttransporter. Wir haben Baukran hier geladen, Dreiachser, auch was Spezielles. Ja, war nicht ganz einfach. Mit dem Schlepper draufgezogen. Gewisse Länge haben wir ja auch. Wie gesagt, auf drei Rädern steht das Teil. Eine Achse vorne wäre einfacher gewesen, aber haben es hingekriegt. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich hier beim ganzen Team. Ich bin froh, dass der Trümmer weg ist. Du bist froh, dass nasst. Und wir sind beide froh, dass du den fährst. ich hoffe, euch hat hier unser Video auch ein bisschen gut gefallen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall, also ich gehe unter die Dusche, ihr müsst noch ein bisschen warten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut, ciao. Tschüss. Ciao. Thank you.